Die politische Debatte zum Cannabiskonsum ist immer noch sehr stark geprägt von Vorurteilen und Halbwahrheiten. Darum begrüße ich sehr, dass die Universität Bern jetzt ein Forschungsprojekt startet, wo es darum geht, herauszufinden, wie Leute, die regelmässig Cannabis konsumieren, ihren Konsum auch selber steuern. Ich erhoffe mir damit neue wissenschaftliche Erkenntnisse für die politische Debatte. Aber ich bin auch sicher, wir werden Hinweise bekommen, wie wir Leute noch besser unterstützen können, wenn ihr Konsum aus dem Ruder läuft.